wunderschönen guten Tag wünschen wir dir. Wir nehmen dich heute so ein bisschen mit. Also heute steht ganz viel an. Ich möchte zu Hause unglaublich viel schaffen. Unter anderem für dieses Baby hier. Dieses Baby ist schon groß, hat ein paar neue Ansprüche, braucht so ein paar neue Sachen. Unter anderem mache ich auch so ein bisschen Meal Prep, nennt man das, glaube ich. Ich habe nämlich gestern dieses Brot hier gebacken. Da-da-da-da. Ein Brot fürs Baby, ein Babybrot. Justus wuselt rum, er macht den Garten schon mal so ein bisschen herbst-wintertauglich. Ja, unter anderem die wunderschönen Blumen, die ich auf meiner Pyramide hatte, die sehen nicht mehr so gut aus. Das war aber der Mehltau, nicht der Winter. Das stimmt, ja, der hat da gewütet. Oh Gott, Mehltau, das Schlimmste im Garten, ne? So schöne Blumen, Petunien und alles, und dann kommt der Mehltau und alles sieht nicht mehr so schön aus. Genau, und dabei nehme ich dich heute so ein bisschen mit. Ich habe schon erzählt, mein Brot, das ich gestern gebacken habe, das Babybrot. Sie hat sogar das Mehl selber gemacht, ne? Stimmt, ich habe das Mehl selber gemacht. Das habe ich noch nie gemacht vorher. Das ging ganz einfach. Ich kann dir das mal kurz zeigen. Wie du siehst, habe ich da auch schon die ganzen Vorratsgläser einmal ausgewaschen, einmal bereit, damit ich Mehl einmal da reinfüllen kann. Und das war der Korn. Das Korn? Die Körner. Das sind hier die Körner, die habe ich gemahlen mit meiner Küchenmaschine, dann wurde daraus Mehl und dann ja, habe ich das Brot gebacken. Mega cool. Und ab dem nächsten Jahr brauchen wir das auch nicht mehr, denn dann haben wir unser eigenes Weizenfeld hier vorne und brauchen dann nur noch einen Mähdrescher, in dem wir dann das mal... Was soll denn das? Ich wollte nur sagen, also es gibt... Ich fand das toll. Ja, wissen die Zuschauer überhaupt, warum du das gemacht hast? Das erzählen wir nicht. Nein, das erzählen wir nicht. Nancy hat an einem ihrer Mehlbottiche. Gläser im Glas. Im Glas hat sie, ich weiß nicht, Mehlwürmer gefunden. Nein, das waren keine Würmer. Ja, die daraus schlüpfenden Käfer hat sie auch mit dabei gehabt. Nein, das ist so. Das war ein Biomehl und sie ist sie total durchgedreht. Und seitdem will sie kein Mehl mehr kaufen oder was? Also ich verstehe das nicht ganz. Also, das heißt, du willst jetzt kein Mehl mehr kaufen? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre... Wären wir nur noch Körner. Ja, aber... Und zwar von unserem eigenen Beet Körner. Aber Anna meinte, da gehen die auch dran. Das sind ja Lebensmittel. Nein, nein, das war ein Glas. Das muss in Mehl drin gewesen sein. Es war ein verschlossenes Glas. Und da haben die sich dann vermehrt. Aber da konnte nichts rein. Das heißt, es muss vorher schon drin gewesen sein. Ja, Anna meinte auch, das kauft man mit. Das kauft man einfach. Kontrollier dein Mehl. Ne? Ich kann nur sagen, das ist so. Oh mein Gott, ich dachte, ich sehe nicht. Ich bin durchgedreht. Ich durfte das noch nicht mal hier drin aufmachen. Ich musste das nach draußen bringen. Ja, natürlich. Und ich durfte es hier noch nicht mal drin auswaschen. Nein! Das ist total. Okay. Ich wollte das nicht erzählen. Was soll denn die Community? Knusprige Käfermehl. Nein. Oh Gott, okay, naja, gut. Jetzt hast du es doch erzählt. Ja. Auf jeden Fall werde ich heute ein bisschen präparieren, ne, damit Mehl jetzt auch wieder schön sauber in diesen Gläsern gelagert wird. Und für Anastasia werde ich dieses Brot jetzt erstmal, was ich gestern gebacken habe, schneiden und dann einfrieren. Das ist das Erste, was ich jetzt vorhabe. Loki ist auch da, läuft mir ständig vor die Füße. Nein, 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 nein. Ich muss hier rein in mein Kabüfchen, denn... Hier ist mein Brotschneider. Den brauche ich jetzt einmal. Und guck dir das mal an. Hier, unser Vorrat. Ja, ich für die nächsten 23 Jahre. Nein. Das braucht man in der asiatischen Küche. Das geht hier weg wie warme Semmel. Und im deutschen Supermarkt ist das ja so teuer. Und dann kriegt man. Da sind so 5 Stück drin. Ja, genau. Das reicht gerade mal für ein halbes Gericht. Aber hier, im Asiamarkt gibt es das im Riesenpack. 1 Kilogramm. Ach du meine Güte, ja. Und der Vorteil ist auch, jetzt riecht der Schrank immer nach Lakritz. Stimmt, das riecht so ein bisschen nach Lakritz. Also lecker, kann ich empfehlen. Im Asiamarkt kriegst du so eine Riesendinger. Ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat. Aber auf jeden Fall günstiger als im deutschen Supermarkt. Schneidemaschine. So, Anastasia spielt jetzt da, an ihrem Spielbogen. Da habe ich nämlich heute auch noch was geplant, da an ihrem Bettchen. Das Lotto, was nein. Suchst du Reis? Du machst immer dieses... Ja, ich mit meinem Risotto. Ne? Justus denkt immer, dieses Risotto-Reis wäre Reis. Ja. Och, Loki, ernsthaft?
ernsthaft, Loki? Komm. Und dann motzt er mich an, wenn er das mir vor die Füße läuft. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch reicht. Fancy Nancy. Also keiner von uns ist wie Socke. Das heißt, wir haben keinen Reis mehr. Mach doch Kartoffeln. Ja, das gibt's noch von gestern. Gibt's noch Kartoffeln. Ja, siehst du. Ich sag mal. Nee, Loki. Oh. Dein Kater. Genau richtig. Sehr gut. Na, Gott sei Dank. Ja, schon gut. Loki. Selbst gebacken. Ohne Salz, ohne Zucker, mit selbstgemahlenem Korn. Ich glaube, mehr selbstgemacht geht gar nicht, weil sie ist Brot. Und da sind noch so Samen drin. Dass man das einfach so scheibenweise einfriert und ja, wenn man das dann braucht, dann holt man sich eben eine oder zwei Scheiben aus der Tiefkühltruhe und dann kann man das auftauen, indem man das einfach in den Toaster schiebt und dann kann sie es direkt schon essen. Was ist los? Was ist los, mein Schatz? Unzufrieden. Ich glaube, sie hat Hunger. Hast du Hunger, mein Schatz? Okay. Oh je, mein Schatz. Oh, mein Schatz. Oh, yeah. Oh. So besser mit Mami zusammen? So, weil sich auch ganz viele ein Update gewünscht haben zum Thema Ernährung bzw. auch Stillen. Also ich stille Anastasia nach wie vor noch komplett voll. Ja, also sie kriegt nach wie vor noch alle Mahlzeiten, obwohl sie ja jetzt schon ihre Beikost bekommt. Ihr Fingerfood, das klappt übrigens super. Oh mein Gott, sie mag zum Beispiel Hokkaido-Kürbisse so gerne. Also es schmeckt ihr richtig gut. Wenn sie das so in die Hand kriegt, dann isst sie das. Und das freut mich so, weil alle meine anderen Kinder mögen zum Beispiel Hokkaido gar nicht. Und ich glaube, das funktioniert echt gut, dadurch, dass sie eben so viele Lebensmittel kennenlernt bei der Beikost jetzt, dass sie ja einfach nochmal einen anderen Geschmack einfach entwickelt oder einfach auch gerne lieber nochmal andere Sachen ausprobiert. Und genau das war ja auch mein Anreiz gewesen, überhaupt dieses BLW zu machen. Deswegen kann ich das sehr empfehlen. Anastasia hat jetzt übrigens mittlerweile zwei Zähnchen. Die zwei unteren Schneidezähne sind raus. Das sind ja immer die ersten, die so rauskommen. Und ja, man merkt es schon beim Stillen. Und ab und zu, wenn sie dann ja den Mund so oder den Kiefer so zukneift, dann tut das schon weh. Aber das kenne ich auch vom Stillen. Das gehört einfach dazu. Bei Babys, wenn sie die Zähne kriegen, dann ist das manchmal so, dass es auch weh tut. Aber sie ist eigentlich ein liebes Baby. Also das macht sie vielleicht nur, wenn, ja, wenn sie zum Beispiel übermüdet ist oder so. Und wenn sie eigentlich gar nicht mehr trinken mag, sondern einfach nur, ja, ich weiß nicht, noch ein bisschen Schmerzen hat an den Zähnen, dann kneifen sie ihren Kiefer so ein bisschen zusammen. Da muss man dann aufpassen und so sagen, ja, vorsichtig, Baby, bitte, das tut weh. Ja, ansonsten ist sie super agil jetzt mittlerweile. Ich mache jetzt ein kleines Baby-Update, ne? Also wenn sie zum Beispiel im Vierfüßler ist, dann macht sie schon eine Hand frei und spielt dann mit einem Spielzeug. Das funktioniert super. Sie ist einfach mittlerweile so stabil, auch im Vierfüßler, dass sie das machen kann. Das ist richtig toll. Und dieses kleine Bettchen, was da im Wohnzimmer immer steht, das ist hier mittlerweile einfach zu klein geworden. Ich habe jetzt einmal so ein paar Sachen dazu bestellt, weil man kann es ja erweitern und größer machen. Das wollte ich hier heute eben auch einmal machen, damit sie darin auch mal Mittagsschläfchen machen kann, wo ich sie mittlerweile eigentlich immer rüberbringe ins Schlafzimmer, weil ich ja jetzt ein Babyfon auch habe. Und dann habe ich sie trotzdem immer im Blick. Fertig gestillt. Packen wir den Rest rein. Heute gibt es irgendwas Leckeres zum Mittag. Das kann ich ja auch gleich mal zeigen. Und so kommt das jetzt einfach in die Tiefkühltruhe rein. Oh, haben wir noch Platz? Ja, haben wir noch genug Platz für das Babybrot. Und das reicht auf jeden Fall erstmal. Oh, so. Oh, ist das so. Da
Dann gibt es noch Kürbis. Ich wollte auch noch heute Breichen machen. Und zwar Süßkartoffelbrei. Also wir haben Süßkartoffeln gekauft. Das werde ich ihr unter anderem als Stick machen. Wieder entweder als Ofengemüse oder ich mache ihr das als Breichen hier in diese Formen rein. Dann friere ich das ein und dann kann ich das super gut dosieren. Und für ihr Brot zum Draufschmieren habe ich noch Mandelmus geholt. Genau. Hier ist das Mittagessen einmal für die Großen. Es gibt... Klar, auch ein bisschen Reis. Ja. Es gibt Reis mit Tomatenei. Das Gericht habe ich dir schon ganz oft gezeigt. Das ist von Opa. Das ist so ein chinesisches Gericht. Und für Anastasia gibt es heute selbstgebackenes Babybrot mit Mandelmus. Dann gibt es Kürbis aus dem Ofen und Gurken. Frisch aus dem Kühlschrank, die kühlen auch richtig schön, die Zähne, die jetzt kommen. Das lassen wir uns jetzt lecker schmecken. Ja. Guten Appetit! Gleichfalls! Das hat sich übrigens wirklich bewährt. Ärmellätzchen plus Auffangschallätzchen. So geht es am besten. Genau, dann auch guten Appetit für mein Baby. Wisst ihr mal, ruhig sehen. Justus macht das aber so ein bisschen anders. Ne? Ja. Nein, du kannst sie ruhig essen lassen. So wie sie möchte. Und Papi mit weißem Shirt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, ich habe den Shirt habe ich ausgezogen. Lecker Kürbis. Kürbis. Das mal probieren. Ist das mit Butter? Das ist mit Mandelmus. Ist das Brot lecker? Oh. Nein. Wie hat sie es gegessen? Ja, sie hat es schon gegessen. Oder... Sabber. Ja, genau. Das ist ja extra so ein bisschen härter auch, damit die Babys dran lutschen können. Der Mund ist voll. Jetzt widme ich mich dem hier. Das ist ja Anastasias kleines Bettchen. Beziehungsweise, ja, eigentlich stand das immer hier. Viel genutzt hat sie es eigentlich nicht. Nur ganz am Anfang, als sie noch neugeboren war, da lag sie sehr oft hier drin. Aber mittlerweile macht sie Mittagsschläfchen einfach in ihrem richtigen Bett. Und, naja, es ist mittlerweile auch ein bisschen klein geworden, um ehrlich zu sein. Nicht nur, weil hier so viel Zeug drin liegt, sondern weil sie wirklich schon so groß ist, dass sie nicht mehr... so richtig gut reinpasst, ohne sich hier überall zu stoßen. Deswegen habe ich schon das Paket besorgt und guck dir das mal an. Mein Sohn wird mir jetzt helfen, das Bettchen zu erweitern. Und das fühlt sich ganz komisch für mich an, weil ja, damals habe ich ganz alleine das Babybettchen von Johann aufgebaut. Und jetzt baut mein großer Sohn mit mir zusammen das Babybettchen für seine kleine Schwester auf. Das ist sehr schwer. Ja, ich helfe dir gleich, Johann. Fühlt sich ganz komisch an. So einen großen Sohn habe ich schon. Bin aber sehr stolz. Ja, er hilft mir jetzt einfach dabei. Anastasia ist auch dabei und guckt zu. Genau, du kannst auch schon mal auseinanderfriemeln. Und ich werde hier einmal ein bisschen die Sachen rausräumen, damit wir das einmal zusammen machen können. Was machst du denn da? Johann! So, das war's. Ja. Fein. So. Jetzt ist es raus. Das zweite kann ich mit Sicherheit nicht. Nee. Soll ich schon mal das erste auspacken? Ja, kann ich schon alles auspacken. Also Anastasia mag das Ding hier richtig gern. Wenn ich ihr das anmache, dann bleibt sie auch in ihrem Bettchen und guckt sich das an. Sie liebt es, wenn sich die Tierchen bewegen. Und dann ja, zusammen tanzen und Musik machen. Also das bleibt auf jeden Fall noch dran. So praktisch, wenn man sich das überall hinschieben kann. Jetzt das Nestchen hier einmal ab, aber ich glaube, ich brauche das nur hier bis zur Mitte abmachen, weil hier kommen ja dann, glaube ich, so Verlängerungen dran, soweit ich das gesehen habe. Und die Matratze wird auch verlängert. So sieht das aus hier drin. Genau, ich brauche ein paar
Schraubendinger, damit ich das hier aufmachen kann. Okay. Dann kann ich das hier schon mal aufschrauben. Also ist dann hier einfach so eine... Genau, das macht man dann zusammen. Okay. Oh, Anastasia. Oh. Okay, das sind so schnell. Wenn ich das Baby den Finger hinkriege. Ja, muss ein bisschen aufpassen. Okay, dann starten wir jetzt. Genau, also ich habe hier schon einmal die Beschreibung. Wir müssen das ja nur erweitern, deswegen ist das nochmal ein bisschen anders. Also wir müssen das doch wohl komplett aufschrauben. Deswegen mache ich jetzt das Netzchen nochmal komplett ab und dann wird das nochmal anders zusammengebaut. Und du musst das Plastik wegnehmen, Johann. Guck mal, sie nimmt sich das gerade. Nee, das ist nicht für dich. Das ist schon mal im Müll tun, Johann. Ich pack das da rüber. Ist hier noch was in der Hand? Guck mal kurz. So, können wir sie noch brauchen. Jetzt muss man mal von oben. Danke, dass du mir hilfst, Johann. Bitte. Schraube jetzt die Platten. Ja? Ja. Guck mal, was Anastasia macht. Sie nimmt das alles auseinander. Pass auf, dass sie das nicht ins Mund nimmt. Ja. So. Das erste Teil geschafft. So, was kommt jetzt hier? Ja, das brauchen wir nicht mehr. Okay. Genau. Jetzt müssen wir echt doch komplett das Ding aufeinander schrauben. Das finde ich ziemlich krass. Die müssen wir nicht schrauben. Aber ansonsten alles auf und diese Stäbe kommen auch komplett weg. Also die braucht man gar nicht mehr. Mami? Das hilft den jetzt die, mit. Kann ich den Video angucken, als ich ein Baby war, als Jon und Clara mich auf den Arm getragen haben? Auf dem Arm getragen? Mhm. Gibt es ein Video? Ich weiß nicht, welches du meinst. Welchen Vlog? Welchen der 1000 Vlog? Elisa, ja? Ja, wir haben nämlich, also sie guckt ja unglaublich gerne ihre eigenen Vlogs, ne, Elisa? Ja. wo sie noch ein Baby war, ne, Elisa? Ja. Zum Beispiel, wo sie laufen gelernt hat. Auch ihr erstes Babybrei. Weil nicht nur Anastasia hat ja jetzt zum ersten Mal Essen bekommen, sondern Elisa hat ja damals auch irgendwann zum ersten Mal Babybrei bekommen. Ja. Ja, müssen wir mal gucken. Also es gibt ganz viele Videos mit dir, Elisa. Dann können wir eine aussuchen. Ja, kannst du aussuchen, dann kannst du ja angucken. Ja. Kannst du mir mal den Bike geben, noch mit diesem letzten Reifen da? Den was? Okay, dann gib du das Papi. Ja, Justus ist jetzt mit dazu gekommen, hilft dir nochmal mit. Helfen. Du willst auch mithelfen? Ja. Okay. Ich gucke mir den Video an. Ja, das Video gucken wir auch noch, ja? Ich beziehe das. Jetzt machen wir das erstmal fertig. Nee, ich glaube, das müssen wir erstmal auslüften. Ausdampfen. Und Bezug auch nochmal waschen. Ja. Aber guck mal, schon so weit jetzt mittlerweile. Das ist doch mal eine stattliche Größe. Ja, wir müssen nur noch die Reifen an, ne? Dann sind wir fertig. Okay, die Reifen und dann kommen die Bretter da rein? Ja, dann kommen die Blätter, muss man ja nur reinlegen. Die Bretter, nein, nicht muss man die Blätter. Nicht. Ja. Ich dachte, das wird mal schnell umgebaut, weißt du, weil das ja wirklich nur eine Erweiterung ist. Und dann ist es doch so ein riesen aufwendiges Ding. Die Matratze ist ja schön dick hier. Guck mal. Ja, das ist normal. Super, Lisa. Ein bisschen muss ich noch nachziehen. Aber das so, wie machen wir das jetzt fest? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Kennst du dich an die Beschreibung, mein Schatz? Welche Beschreibung? Was ist eine Beschreibung? Warum gibt es eine Beschreibung? Musstest du Papi sagen, dass er sich an die Beschreibung hält, aber dass ich... Nein, wir haben es am Anfang gar nicht verstanden, weil Papi nicht die Beschreibung hat. Eine Beschreibung mit mehr als 3 Seiten. Ich helfe mit, Mami! Also machen wir das mit dir. Also eine
eine Beschreibung mit mehr als zwei Seiten ist zu kompliziert. Ja. Aber passt ja genau an. Nein. Einmal futtern mit Mama. Ja, jetzt gibt es Abendbrot. Es gibt eine Gurke und es gibt selbstgemachten Pastinakenbrei. Der war noch tiefgekühlt, hatte ich auf Vorrat gekocht. Den können Sie aber selber mit Ihrem eigenen Löffel dann essen. Das ist wir lachen nur. Sie sieht nicht so glücklich aus mit der Gurke. Aber die ist schön kühl und dann ist das auch schön für Ihre Zähne, weißt du? Hm. Ja, dann kitzelt das nicht so. Ne? Süße Maus. Ich bin gespannt, wann sie es wegschmeißt. Oh, gut, wir machen jetzt unseren Abendbrot. Wie man sieht, wir sind hier alle am Tisch. Es ist jetzt schon abends. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Guck mal, Gurke hat sich schon weggelegt. Wo ist sie?